Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 hier auf der The Valley, The Old Farm im Projekt 10 Millionen alle Felder mit mir, Ikes. Da wir ja letztes Mal mit dem großen Mähdrescher dann, ich würde behaupten, im Moment neben der 86 unser größtes Feld abgeerntet haben, ist er nun fertig. Dann können wir den nämlich leerlaufen lassen und die 63 machen als nächstes. Die Ballenpresse verrichtet auch noch ihre Arbeit und eigentlich könnte mal der Mähdrescher nach Hause fahren, beziehungsweise den können wir unten parken. Und dann habe ich mir noch so ein paar kleine Gedanken gemacht, und zwar ist es ja so, dass diese ganzen Felder hier uns gehören. Also wenn man jetzt mal auf X kaufen geht, dann gehört das dazwischen nicht uns. Wieso nicht? Kann man das nochmal extra kaufen? Oder wie soll ich das verstehen? Ist das einfach freies Land? Ja, ich würde sagen, dann funktioniert das nicht, was ich vorhabe, weil ich habe gedacht, vielleicht kann man die 52, 91, 63 und 92 zusammenlegen. Und in dem Hinsicht wollte ich dann gleich mal kurz in den Store gehen, um zu gucken, was denn so ein Jenbach-Häckselgerät kostet. Weil die Bäume müssen ja auch irgendwie weg. Damit es auch Sinn macht. Kurz Schluck Wasser, ein bisschen Frosch im Hals. Siehst du, und die nächste Lieferung für die BGA ist dann auch angekommen. Das heißt, nur noch ein paar Ballen auf der 92 müssten das sein. So, den kleinen Mähdrescher stellen wir dann erstmal hier hin. Und jetzt müsste ich überlegen, wie das war. Ich glaube, absenken und dann ist das Steuerung T. Jo. Das ist richtig. Ah, die braucht noch ein bisschen. Du bist fertig. Wunderschön. Jetzt natürlich noch die spannende Frage, geht dieser Heuballen da auch mit rein? Strohballen, Entschuldigung. Probieren wir aber aus. Das sind auf jeden Fall noch ein bisschen... Achso, hat er gleich einen gefressen. Das müsste eigentlich eine ganz schöne Ausspielung geben. Meine Kettensäge haben wir schließlich auch schon. Okay, den kann er nicht. Dann bleibt er jetzt hier einfach liegen als Deko. Silage braucht das Land. Ich habe das echt noch nicht ausprobiert, ob er die denn alle nimmt. Also wenn man den Trigger trifft mit der, mit diesem Auswahl, ne, wie heißt das? Mit der Abladeanzeige, wenn man den Trigger dann trifft, könnte es vielleicht sogar sein, dass er wirklich alle wegsaugt und ich mir dieses händische Einladen sparen kann, aber das weiß ich noch nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Nachdem die Ingenieure aus dieser Biogasanlage eine 2.0 Anlage gemacht haben, also höhere Verarbeitung, größere Bunkervolumen angepasst. Na, wirst du wohl? Manchmal wollen die nicht. So, der Kleine ist dann auch schon fertig und um 18 Uhr kriegen die Kühe wieder was zu fressen. Und Ballen werfen darf man irgendwie nicht machen. Das werde ich aber, glaube ich, nie lernen. So, jetzt haben wir hier schon wieder eine Riesenmenge drin. Über 100.000 Silage. Du bist fertig, sagst du. Elektrotrecker. Ehrlich. Oder so. Ha, was war das denn jetzt? Habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Haben wir nicht irgendwo... Das muss ich jetzt mal eben kurz prüfen, bevor das hier weitergeht.
Habe ich denn nicht irgendwo einen kleinen Flug? Garage? Oder habe ich den vertickt? Wir haben weder einen kleinen noch einen großen. Nö. Was hat der drinne? Weizen? Und auf der 63 ist dann auch Weizen. Ganz gut aus, ne? Ja, dann kann zumindest der Mähdrescher schon mal eben seinen Wegpunkt verlassen und ins große Glück fahren. Aber das wäre doch mal ein Acker. Also wenn man den kann man ja dann schön hier rumziehen, weil das gehört ja im Prinzip, es ist ja alles gekauft. Weil soweit ich es weiß, ihr könnt mich natürlich auch gerne besseren belehren. Natürlich wie immer über die Kommentare. Und das ist kein... Doch, es ist Weizen. Was passiert, wenn ich dieses Feld, was dazwischen liegt, pflüge? Was ich jetzt gerade nicht verstehe, ist, warum der Drescher so unglaublich laut ist. 50 Vorgewände, So. Könnte funktionieren. Er schafft das dann vielleicht auch nochmal. Mal gucken, ob wir das alles nur auf dem LKW kriegen. Müssen den mal waschen, der hat irgendwie so ein bisschen roten Wüstentarn jetzt drauf. Hier liegt ja noch voll viel, warum hat er das denn nicht gepresst? Unverständnis über Unverständnis. Muss mich gerade mal ein bisschen anders hinsetzen. Und ab geht's. Und das mit der Kuhfütterung, also man verliert ja wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig viel Geld. Weil das nicht zählt. BGA Bunker. Hinfahren sollst du. Man verliert wahnsinnig viel Geld, weil er hier irgendwie nicht damit zurechtkommt, diese automatische Fütterung in Gang zu kriegen, obwohl hier so viel drin ist. Also ich meine, die Bunker sind ja mehr wie voll oder als voll. Dann können wir ja eigentlich nur Folgendes machen, dass wir die nächste Fütterung auf 16 Uhr stellen. 6, 16, dann... Einmal zwischenfüttern, oder? Machen wir nochmal 20% mehr Bedarf und dann ist gut. Und dann müsste er doch eigentlich... Also... Wenn man das jetzt mal hier ein bisschen hochschraubt, müsste er doch eigentlich gleich anfangen mit dem Füttern. Also ich finde das ein bisschen eigenartig, muss ich sagen, dass er das nicht macht. So, jetzt warten wir bis die 59 ist, dann stellen wir das auf 1. Und dann ist 16 Uhr und dann sollte er doch eigentlich füttern. Weil genug Futter kriegt er doch. Kriegt er doch hin, weil... das war jetzt richtig doof. Ach, dieser Driss mit dem Automatikspeichern, ey. Vielleicht sollte ich einfach mal das Automatikspeichern rausnehmen und schon ist das Problem gelöst. Ich weiß es nicht.
So, wir warten jetzt echt hier auf 15.59 Uhr. Es ist immer noch nicht 18 Uhr und es wird auch nicht gefüttert. 16 Uhr, Entschuldigung. Es wird auch, glaube ich, nicht gefüttert. Muss ich hier irgendwas zumachen? Soll ich hier irgendwas wegfahren? Oder. Wo ist das Problem? Aha. Maestro fährt los. Wenn wir dann 18 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr ist ein bisschen zu spät. Von 6. Jetzt haben wir 16 Uhr. Eigentlich ja alle 6 Stunden. Im Prinzip warte ich jetzt, bis er fertig ist mit dieser Fütterung. Würde ich sagen. Und dann. Und dann stelle ich das wieder auf 12 Uhr. Und dann scheint das ja anscheinend zu funktionieren. Also. Blicke ich jetzt nicht. Gut. Dann mal zum Thema, was Spaß macht, ne? Geld ausgeben. Forstmaschinen, wir wollen hier so ein, ist der Unterschied zwischen so einem Schredder, da kannst du richtig was reinwerfen, und dem hier wirklich groß? Also bis auf das, dass der 200 PS braucht und der gar kein PS, weil der einen eigenen Motor hat, stelle ich mir jetzt die Frage, ist das hier besser? Miete 4000. 3400. Ist das oder das besser? Weil was anderes gibt es ja nicht. Also das ist ja der einzige Schnick. Jetzt muss ich mal kurz gucken, kann man das überhaupt verkaufen? Das müssen Hackschnitzel sein, ne? 210 Euro. Oh. Was ist das denn? Ach so. Ich habe solche Mods gar nicht drin. Warum zeigt ihr mir denn jetzt sowas an? Merkwürdig. Ach, ich werde es nie verstehen. Vielleicht auch doch irgendwann. Eines Tages kriegen wir das hin. So, hast du jetzt gefüttert? Wir gucken mal hier bei den Tieren. 35.900, das ist aber zu wenig. Muss da mehr reinfahren. Wir haben gesagt 60.000. Mischst du jetzt noch weiter oder? Okay, also jetzt scheint es zu funktionieren. Wenn er denn jetzt fertig ist, dann stellen wir das um. Das um 18 Uhr ist dann nochmal eine Fütterung. Dann haut er nochmal so viel da rein. Und dann sollte das ja funktionieren. Erntereif gehört mir, ja, das weiß ich. Hier ist 100% gedüngt. Das ist super. Dich müssen wir mal kurz zum Mähdrescher bringen. Und dann können wir nämlich in diesem Zeitfenster auch gleich schauen. Oh. Drin ist der Sound ja noch anstrengender als draußen. Ist aber auch ein Geknatter, ey. Wahnsinn. Also die Jungs, die diese Feldwege gebaut haben. Mein lieber Mann. Ist er fertig? Auf dieser Welt eigentlich nichts Schlimmes als Mähdrescher, die ist egal. Lass ihn machen. Wir lassen ihn einfach da nochmal von vorne losfahren. So, du hast so fein hier die Ballen gepresst. Bin ganz stolz auf dich. Wir haben überhaupt gar keine Minimap drin. Ich weiß gar nicht, wo wir sind.
Also ich würde sagen, Stroh reicht dann jetzt erstmal. Apropos, gucken Kühe. 71.000, siehst du. Fertig mit Füttern. Sehr, sehr schön. An dieser Stelle sage ich 450.000 Mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch sowieso gefällt, was hier passiert auf dem Kanal, dann könnt ihr gerne ein natürlich kostenloses Abo dalassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Axe sagt tschüss und ciao.